Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Sendung. Wahl 16 heißt sie. Und wir wollen Ihnen in den folgenden Minuten wieder eine Kandidatin genauer vorstellen, die nämlich im wunderschönen Bezirk Marzahn-Hellersdorf für die Linke kandidiert. Es ist die Bezirksstadträtin für Gesundheit und Soziales, Dagmar Pohle. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Abend. Frau Pohle, Sie kandidieren für die Linke. Sie sind derzeit Stadträtin und Sie wollen Bezirksbürgermeisterin werden. Warum sagen Sie, ich bin bereit, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen? Ich will nicht nur Stadträtin sein, sondern die Chefin von Marzahn-Hellersdorf. Ich bin seit 1978 Bewohnerin in diesem, wie Sie gesagt haben, wunderschönen Bezirk. Ich kann das nur bestätigen. Ich hatte schon mal Verantwortung als Bezirksbürgermeisterin. Und mir liegt es sehr am Herzen, dass das Bezirksamt gemeinsam, unabhängig jetzt vom Mandat der Partei, als Kollegialorgan Aufgaben löst. Und zwar die Aufgaben, die für die Bürgerinnen und Bürger des Bezirkes wichtig sind. Und meine Erfahrung der letzten Legislaturperiode ist, dass eine Zielgemeinschaft, die sich dann wie eine Koalition im Bezirksamt verhält, durchaus schwieriger ist und nicht immer alle Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Blick hat. Und warum, deshalb trete ich nochmal an. Warum sagen Sie, nur wenn ich gewählt werde, die dritte Stimme ist die Pole-Stimme, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Also wenn man in Marzahn-Hellersdorf wählt, muss man auf alle Fälle das dritte Kreuz bei der Linken machen. Ja, weil es werden ja für das Bezirksamt oder für die Bezirksverordnetenversammlung werden ja Parteien gewählt, die Parteienlisten. Und deshalb ist das dritte Kreuz die Parteistimme. Aber natürlich, die stärkste Fraktion stellt den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Außer alle anderen Fraktionen, die sich zusammentun, sind stärker und haben mehr Stimmen. Dann würde es eine Zielgemeinschaft gegen die stärkste Fraktion geben. Und die Erfahrung haben wir schon mal gemacht und die würden wir gerne vermeiden. Insofern sage ich, Stimme für die Linke ist Bezirksbürgermeisterin-Stimme. Gerade weil Sie es angesprochen haben, nur wenn Sie Chefin vom Bezirksamt sind, gewährleisten Sie auch quasi, dass Entscheidungen kollegial, kollektivmäßig getroffen werden. Das heißt, die Partei spielt da erstmal nicht so die Rolle, nämlich in Worten. Warum war das in der Vergangenheit eher negativ, wo Sie gesagt haben, okay, da ist vielleicht nicht so viel bewegt worden für den Bezirk, wie wir es gern gehabt hätten? Also ich glaube schon, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass auch nicht in dieser Legislaturperiode viel für den Bezirk wirklich getan worden ist und auch erreicht worden ist. Das ist so. Ich glaube aber trotzdem aus meinen vorherigen Erfahrungen, dass es gut ist, wenn es auf dieser kommunalen Ebene im Bezirk eben keine Koalitionen gibt, die dann, wenn es politisch unliebsam wird oder doch zu Ausgrenzungen kommt, sondern dass man im Bezirk wirklich gezwungen ist, miteinander im Bezirksamt Aushandlungsprozesse zu machen, alle gleichermaßen einzubeziehen und dann auch zu Beschlussfassungen zu kommen, die alle auch mittragen können. Warum spielt das Thema AfD bei Ihnen im Bezirk in Kiez? Wir haben vor der Sendung auch ein bisschen darüber gesprochen. Das heißt, die Umfragen sagen ja doch, dass die AfD einige Stimmen holen könnte. Warum spielt das in Marzahn-Hellersdorf so eine wichtige Rolle? Also warum sagen Sie als Linke, da müssen wir uns jetzt gerade in der letzten Woche beim Wahlkampf nochmal kräftig mit den Wählerinnen und Wählern auseinandersetzen, in der Diskussion und natürlich auch, was die Nichtwähler angeht, dass man die, sag ich mal, wieder an die Urne holt und sagt, Leute, macht ein Kreuz, wenn es geht, bei den Parteien, die bislang demokratisch im Parlament saßen. Ja, auseinandersetzen ist an der Stelle vielleicht ein etwas negativ besetzter Ausdruck. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen die demokratischen Parteien, die bisher im Parlament waren, für ihre programmatischen Überlegungen für den Bezirk und für die Bewohnerinnen und Bewohner werben, aber auch gleichzeitig deutlich machen, dass am Ende möglicherweise eine andere Entwicklung der Bezirk nehmen würde, wenn die AfD stark in die Bezirksverordnetenversammlung einzieht und dann auch natürlich mit ihrer Programmatik Einfluss nehmen kann auf die bezirkliche Entwicklung. Und ich glaube, dass die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die AfD vor allen Dingen punktet mit dem Thema Flüchtlinge, und zwar Angst damit zu verbreiten, Unsicherheiten, die Bürgerinnen und Bürger haben, zu diesem Thema, aber auch zu vielleicht zu ihren eigenen Themen, die sie haben, Wohnen, Arbeit, Geld verdienen,
wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Alles Themen, die, glaube ich, für viele heute doch eine relativ große Unsicherheit auch verbergen. Und deshalb sagen, diese Unsicherheit konnte mir bisher nicht genommen werden, deshalb wähle ich Protest. Und ich glaube, das ist etwas, was wir versuchen auszuräumen in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist nicht so ganz einfach, weil es auch einen nicht unerheblichen Teil von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die sich diesem Gespräch auch entziehen, sagen, nee, kein Interesse, ich habe mich schon entschieden. Aber ich glaube, unabhängig von dem Wahltag, das dürfen wir nicht aufgeben. Bleiben wir gleich mal bei den Stichworten, die Sie selbst genannt haben. Stichwort Flüchtlinge. Es gab ja auch negative Schlagzeilen über den Kiez. Das heißt, als die ersten Flüchtlinge kamen, war die Freude nicht sehr groß, dass sie denn da sind. Wie ist der derzeitige Stand? Kann man überhaupt schon das Wort Integration in den Mund nehmen? Also wie ist in den ganzen Wochen und Monaten jetzt mit den Geflüchteten umgegangen worden? Wie ist die Lage derzeit im Bezirk? Gerade als Gesundheit- und Sozialstadträtin müssten Sie ja darüber bestens Auskunft geben. Ja, ich denke, dazu kann ich auch Auskunft geben. Wir haben in Marzahn-Hellersdorf wohnen 260.000 Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben rund 2.500 geflüchtete Menschen in Notunterkünften und Gemeinschaftseinrichtungen, also 1% der Bewohnerinnen und Bewohner. Wir haben sehr viel dafür getan, dass die Einrichtungen nicht nur zum Laufen gekommen sind, sondern dass sie geöffnet sind, dass diejenigen, die als Ehrenamtliche dort mit unterstützt haben, die Geflüchteten willkommen geheißen haben, die sie gerade auch in den ersten Tagen, Stunden empfangen haben, mitgeholfen haben, dass sie überhaupt erst mal ein Dach über dem Kopf haben. Diese Hilfe, Unterstützung hat sich gewandelt. Wir sind jetzt dabei, in den Gemeinschaftseinrichtungen läuft vieles ganz geordnet. Die Kinder gehen in die Schule, die ersten Kinder haben Kita-Plätze, ein Thema, was ganz spannend ist bei uns im Bezirk, weil wir seit Jahren wieder einen sehr wachsenden Bedarf haben und natürlich auch da alle Kinder versorgen wollen und es auch tun. Und jetzt geht es darum, und dafür gibt es Arbeitsstrukturen bei uns im Bezirk, viele werden von mir auch persönlich geleitet, nämlich zu gucken, wie wir Partnerinnen und Partner in der Wirtschaft finden, dass diejenigen, die schon einen Zugang haben zum Arbeitsmarkt, die arbeiten dürfen, das dürfen ja bisher die wenigsten, über Praktika, über Angebote von Unternehmen diesen Schritt gehen können. Das heißt, ich fasse mal kurz zusammen, das heißt, die wenigen, also 1% ist ja schon sehr, sehr wenig, also alle, die sich aufregen und sagen, wir haben Angst vor Flüchtlingen, muss erstmal diese Zahlen auch im Hinterkopf haben. Aber die wenigen, die da sind, versuchen sie möglichst auch zu beschäftigen, dass denen die Decke nicht auf den Kopf fällt, dass sie Sprache erlernen, dass die Kinder mit anderen Kindern zusammenkommen etc. Gerade weil Sie das Thema Arbeitsplätze und Wohnen angesprochen haben und gerade auch den Aspekt, dass unglaublich viele junge Leute gerade wieder in den Kiez ziehen nach Marzahn-Hellersdorf. Welche Antworten haben Sie da parat auf die Fragen der Bürger? Bleiben wir beim Thema Wohnen. Platte wird abgerissen, rückgebaut, haben viele noch in Erinnerung. Sie bauen aber viel. Ne? Ja, also wissen Sie, Platte abgerissen, das ist jetzt, deutlich über 10 Jahre her. Von den mehr als 100.000 Plattenwohnungen, die wir im Bezirk haben, sind 4.900 abgerissen worden. Damals gegen den Widerstand des Bezirkes, aber auch damals aus der Sicht, dass wir zum Teil Wohnungsleerstände bei einzelnen Wohnungsunternehmen bis zu 20% hatten. Das war also auch eine wirtschaftliche Frage für die Wohnungsunternehmen. Das heißt, wir hatten auch ein Problem, dass die Häuser denn leer waren, dreckig waren. Ja, und auch das ist ja etwas, was für das Wohnen, für das Wohngefühl, für die Wohnumfeld nicht gut ist. Jetzt brauchen wir wieder Wohnungen und wir gemeinsam im Bezirk sind mit Investoren im Gespräch. Wir haben Standorte entwickelt. Mein Kollege Kraft, der für die Stadtentwicklung zuständig ist, ist da, denke ich, besonders engagiert, vor allen Dingen auch. Und das ist unser Fokus, zu gucken, dass wir auch hochwertigen Wohnraum in dem Bezirk bekommen, weil die 100.000 Wohnungen, die wir haben, sind durchweg, kann man sagen, inzwischen saniert. Und trotzdem haben wir zum Glück nach wie vor die niedrigste Durchschnittsmiete im Land Berlin. Deshalb kommen, denke ich, auch viele gerade aus der Innenstadt zu uns. Und damit wir die soziale Mischung auch erhalten, brauchen wir einfach differenzierte Wohnangebote. Und darum kümmern wir uns. Weil wir wollen nicht sozusagen
die Stadtrandlage sein, wo dann die Menschen hinflüchten, weil sie in der Innenstadt die Wohnung nicht mehr bezahlen können, sondern wir wollen, dass wir auch eine gute soziale Mischung beibehalten im Bezirk. Ich will gleich kurz noch mal vor der Werbepause ansprechen, soziale Mischung. Weil ich es gerade erwähnt habe, es ziehen viele nach Marzahn raus, sicherlich auch ein bisschen aus der Not heraus, weil die Innenstädte immer teurer werden. Wie sehr kommen Sie hinterher, denn, sag ich mal, Angebote zu schaffen, dass diese Familien Marzahn-Hellersdorf nicht nur als Schlafstätte wohnen, sondern auch dort das ganze lebenswert? Weil ich habe in der Diskussion der ganzen letzten Jahre immer wieder in Erinnerung, Stichwort Kaufhallen, Einkaufsstruktur generell, Lebensaufenthaltsqualität, dass das auch für die, die schon länger da wohnen, immer wichtiger wurde, weil halt vieles weg war dann am Ende. Na, die Strukturen haben sich einfach geändert, auch in den Kiezen. Das ist natürlich so, dass wenn man ganz viele Anbieter zum Beispiel an Supermarktketten hat, dann verteilt sich das auch ein Stück weit anders im Bezirk. Was ich glaube aber für unseren Bezirk spricht, dass wir nach wie vor eine gute soziale Infrastruktur haben, dass wir verkehrlich sehr gut erschlossen sind mit öffentlichen Personennahverkehr, aber durchaus auch für den Individualverkehr. Hier haben wir eher Bedarf, dass der Verkehr auch ein Stück weit aus unseren Wohngebieten rauskommt. Das ist ja ein wichtiges Thema, die Tangentialverbindung Ost, damit wir eine bessere Anbindung an den Süden haben, Richtung Flughafen Schönefeld, aber auch in das südliche Berlin. Und wir können alle Kinder versorgen mit einem Schulplatz. Unsere Schulen sind voll und deshalb bauen wir auch wieder neu Schulen. Ein wichtiges Thema. Wollen wir gleich, Frau Pohle, nach einer ganz kurzen Werbepause das Thema bauen, was alles künftig auch entstehen soll und vielleicht auch was Ihre Strategie, die ich so noch nicht gehört habe, die ja im ersten Punkt sehr vernünftig klingt, ob das wirklich so toll ist, können Sie mir erläutern, dass quasi parteiübergreifend das ganze Bezirksamtskollegium besser, noch mehr zusammenarbeitet zum Wohle des Bezirksamtes und des Bezirkes natürlich auch. Aber gleich, Frau Schafehler, nach einer ganz kurzen Werbepause weitersprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.